Guten Morgen, liebe Leute. Ich habe jetzt die letzten Tage kaum gefilmt, weil nichts weiter Wichtiges irgendwie oder Interessantes passiert ist. Und ja, wir haben jetzt kurz vor 9 Uhr, denn heute um 9:30 ist der Orientation Day für mein Auslandssemester. Und ja, habe jetzt meine Uniform angezogen und gehe jetzt gleich los und mal sehen, ob es jetzt irgendwie was Spannendes ist, wie das jetzt alles abläuft, und ich erzähle euch dann später mehr. So, wir sind jetzt angekommen und sitzen jetzt hier. Es gibt draußen ein mega riesen Buffet, einfach mal richtig cool. Und ja, jetzt warten wir, bis hier die Veranstaltung losgeht, und dann mal sehen, wie alles abläuft jetzt das Semester. Wieder nicht weiter gefilmt. Das Spannende war halt wirklich heute einfach nur die erste Uni-Veranstaltung. Es war eigentlich nur so eine Infoveranstaltung, wo sie uns alles erklärt haben, wie jetzt so die wichtigsten Sachen erstmal ablaufen, so im Groben. Ansonsten haben wir nur organisatorischen Kram heute gemacht, sind zu unserer Fakultät gefahren und wollten uns mal informieren, wie das jetzt ist mit Kursbelegung und so. Das ist allerdings erst so in 12 Tagen sogar erst möglich. Das heißt, wir haben jetzt doch noch 12 Tage irgendwie Zeit, um alles zu machen. Und ja, mir ist extrem warm und ich gehe jetzt runter zu unserem Aufenthaltsraum. Da treffe ich mich jetzt mit den anderen. Wir spielen ein bisschen Uno, bis wir dann später zusammen essen gehen. Und ja, ich habe halt auch den Tag ein bisschen mit meiner Mitbewohnerin verbracht, und die ist wirklich eine super Liebe. Die ist erst 19 Jahre alt, also noch viel, viel jünger als ich. Und aber eine super Süße. Und ja, aber die hat noch ihre Mama hier für ein paar Tage, deswegen bleibt sie bei der im Hotel über Nacht. Das heißt, ich habe das Zimmer jetzt auch nochmal 3 Nächte für mich. Hallo und guten Morgen. Heute ist der erste Unitag. Beziehungsweise heute beginnen halt die ganzen Kurse, und ich werde jetzt gleich einen besuchen gehen. Der heißt Basic Thoughts of Asia. Mal sehen, wie der wird. Ich tendiere zu 2 Kursen, die jetzt zur selben Zeit sind, und mal sehen, weil meine Freundin will auf jeden Fall in den gehen. Vielleicht gehe ich dann in den anderen. Der heißt Everyday Life Cultures. Und dann werden wir uns hinterher einfach erzählen, wie was in dem Kurs abläuft, und dann werden wir entscheiden, welchen wir besuchen werden am Ende. Und ja, ich habe jetzt meine Uniform angezogen. Ich kann euch ja auch mal zeigen, wie man diese Uniform anzieht. Es ist jetzt nicht so einfach, dass man die Knöpfe hier einfach so ranknöpft. Ist nämlich ein bisschen komplizierter, denn hinten dran sind so eine Halterung, weil nämlich die Lasche, um den Knopf durchzugehen, viel zu klein ist. Deswegen steckt man die so durch und befestigt die dann mit diesen Teilen hinten. Das heißt, wenn man die Uniform waschen will, muss man die Knöpfe alle abmachen, beziehungsweise man muss die Knöpfe halt immer komplett ab und ran machen. Das dauert halt wirklich immer eine Weile. Und ja, dann habe ich halt hier noch diese kleine Kette jetzt dran und hier das Wappen. Und ja, so funktioniert das dann. Heißt, man braucht auf jeden Fall immer ein bisschen mehr Zeit morgens, die man einplanen muss. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, bis unser Kurs anfängt. Und so sieht es hier in etwa aus. Und da vorne ist dann unser Raum. So, erster Unitag, und natürlich ist hier ein Stromproblem, und deswegen haben wir keine Klimaanlage und können jetzt gleich in unserem Kurs richtig schön schwitzen. Wir schwitzen jetzt schon. Wir schwitzen jetzt schon auf jeden Fall. Und ja, wir sitzen jetzt hier und warten, bis der Kurs anfängt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Und so sieht unser Raum aus, wo wir Unterricht haben gleich. So, der Kurs ist jetzt vorbei und wir sitzen jetzt in der Mensa zum Essen. Und ja, Kurs war nicht so toll. Ich werde auf jeden Fall in einen anderen Kurs gehen. Und ja, das gibt es jetzt hier zu essen. Thank you.
zurück in meinem Zimmer. Vorab, also der Kurs heute hat mir nicht so gut gefallen. Und ich werde auf jeden Fall einen anderen Kurs machen. Ich weiß auch schon wahrscheinlich welchen. Meine Freundin war da heute und sie meinte, es sei nicht ganz gut gewesen. Und das war eigentlich auch meine Wahl. Und da werde ich dann wahrscheinlich dann ab nächster Woche hingehen. Und dann war ich gerade noch in einer Thai-Sprachschule. Die ist auch quasi direkt auf unserem Unigelände. Und zwar ist das hier dieses Sprachcenter und da war ich auch gerade bei einer Probestunde und es ist eigentlich ganz gut. Die beiden Sprachlehrer stehen halt vorne und unterhalten sich die ganze Zeit auf Thai und du versuchst einfach dem zu folgen und sie zu verstehen, beziehungsweise um einfach das Hörverstehen zu verbessern. Und ja, das kostet 150 Baht pro Stunde, das sind so 3-4 Euro je nach Kurs. Und ja, jede Stunde, jeden Tag beginnt dort ein Kurs und man kann halt flexibel, wie man möchte, dort immer hingehen und ich denke, das werde ich auf jeden Fall ab und zu noch wahrnehmen. Und ja, ich habe auch relativ gut alles verstanden im Groben. Ich glaube, das ist echt ganz gut, weil natürlich die Unikurse sind alle auf Englisch und also es gibt natürlich die auf Thai, aber die sind nicht für unser Austauschprogramm vorgesehen, beziehungsweise da könnte ich wahrscheinlich auch überhaupt noch nicht folgen. Und deswegen dachte ich halt, mache ich noch diese Thai-Kurse, um halt auch mein Thai zu verbessern, weshalb ich ja auch in Thailand bin und in Thailand das Austauschsemester mache. Ihr habt ja jetzt gerade schon so ein bisschen das Campusgelände gesehen. Und ja, mal sehen, was jetzt heute noch passiert. Wir haben jetzt schon kurz vor 18 Uhr. Und ich werde jetzt wahrscheinlich hier noch ein bisschen mich sortieren, das Zimmer ein bisschen aufräumen und ja, mal sehen, später bestimmt noch mal essen gehen. Und ja, das war's erstmal vom heutigen Tag. Ja, morgen sieht der Plan folgendermaßen aus. Morgen habe ich zwei Kurse. Der eine Kurs heißt Thai History und dann der andere Thai Literature and Culture. Und die sind beide hintereinander. Ah ja, was vielleicht auch noch interessant ist, ein Kurs hier in Thailand an einer Universität geht immer 3 Stunden lang. Heißt, man hat so 1,5 Stunden Unterricht, dann hat man eine kurze Pause und dann geht nochmal 1,5 Stunden Unterricht. Ja, also ein bisschen länger als bei uns in Deutschland. Ja, aber es geht eigentlich. Und ja, ich filme dann morgen wahrscheinlich weiter. Mal gucken, was jetzt heute noch ist. Ja, dann schöne Grüße.